Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück. Weiter geht's bei Visage. Jetzt haben wir das erste Kapitel hinter uns mit Rakan. Ich habe hier eine VHS-Kassette gefunden. Ich würde sagen, dann schon Dwaynes Erinnerungen. So ist die Trophäe jetzt. Jetzt, ja, gucken wir uns mal an, ne? Auch ganz ungewöhnlich, jetzt nach so langer Zeit hier alles voller Äste und so zu sehen. Warte mal. Hier war Licht. Jetzt wieder im normalen Zustand. Also relativ normal. Was ist das? Von hier? Was? Was war jetzt Licht? Das Foto hier alleine macht mich schon ein bisschen fertig. Interagieren, aber womit? Hallo? Ich glaube, die Anzeige ist jetzt einfach im Arsch, ne? So ein bisschen buggy gewesen. Hier kann man was machen. Gefundener, seltsamer Rahmen. Oder gefunden. Ist das jetzt wieder permanent? Ja. Das war das auch mit dem Flüstern, okay. Schon. Der war auf jeden Fall, na gut, auf jeden Fall will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der da nicht vorher war. Gibt es hier keinen Lichtschalter? Ich glaube, da ging es am schnellsten hin, ne, zu Rakans Video. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Rakan. Der Hocker ist jetzt im Lagerraum verstaut. Ja, ich weiß. Die Anzeige hatten wir doch schon mal. Hier war doch der Kassettenrekorder, VHS. Die Kommentare, die waren auch nicht vorher hier, ne? Die Comic-Seiten. Da ist noch eine oder was? Ach ne. So eine Angebotsseite wahrscheinlich oder so, ist ja wurscht. Ja, Fernsehen schon anmachen, würde ich sagen, ne? Was? Achso, es kann Videokassetten lesen. Gerade sagen, ja. Ja, das hatte ich ja schon gefunden. Das war dieser Hinweis, ne? Ist das, also ihr kennt ja, habt ihr den Anfang wahrscheinlich noch in Erinnerung mit den, wo ja der Typ da seine Familie erschießt. Ich denke mal, das ist halt, ja, wie im Radio schon, ne? Dwayne. Was? Über den wurde ja auch schon in der Radiodurchsage gesprochen, in der Radioshow, weil, keine Ahnung, Nachrichten, wie man möchte. Den Flur und den Raum mit der Pistole, den habe ich ja schon gefunden. Ich habe mich noch nicht erschossen halt. Also die Pistole am Kopf gehalten, aber nicht abgedrückt. Jetzt ist schon die Frage, ob das eine Wirkung hat dann aufs Ende, auf weiteren Verlauf. Gut, die Tabletten, da bin ich mir sicher, die habe ich da hingelegt.
So, da hatten wir das. Ach, guck mal, hier ist der Schlüssel wieder. Aha. Da haben wir den Schlüssel. Dann haben wir hier das. Ne, da, genau. Den Teddybär. Panda-Bär. Ist ja egal. Kinderbild. Ich habe jetzt. Hier ist wieder ein Flüstern, ne? Boah, mach doch nicht sowas. Da ist irgendwo wieder ein wichtiger Gegenstand. Ist hier was Neues? Ich hoffe mal, das ist auch im euren Sinne, wenn wir uns halt die Zeit hier nehmen, noch nicht jetzt ein Kapitel einfach reinrennen, quasi durchspurten. Weil ihr seht ja, hier hat sich ja ein bisschen was getan, ne? Warte mal. Was denn? Die Tür wahrscheinlich über mir da oben zugeknallt, ne? Ich kann sagen, also nicht immer verstehe ich, was die wollen. Also was hier passiert sein soll. Ich kann auch wieder nicht rennen. Hier irgendwo. Ach. Nee, doch nicht. Wieder ein seltsamer Rahmen. Aha. Steht da irgendwie? Ach so, einfach aufhängen. Irgendeinen Raum. Hier sind viele Bilder. Nagel finden. Ich werde damit sofort schauen, wo immer auch der Anruf von der Nachbarin kommt, ne? Ne, warte mal. Ich denke mal, das ist auch so gewollt, ne? Dass man sich hier umschaut zwischendurch, zwischen den Kapiteln. Wenn man alles mitbekommen will. Neuer Anruf? Ne. Oder kann man die hier aufhängen? Hier soll er dann flüstern. Hier kann man die bestimmt aufhängen, ne? Oder? Nee. Irgendwas ist hier. Hier geht es auch bestimmt noch weiter, ne? Wozu denn? Soll denn der Blödsinn? Ach so, nochmal einen seltsamen Rahmen. Haben wir schon mal drei. Ja, aber die wären bestimmt noch wichtig. Ja, logischerweise, ne? Wichtige Objekte im Wichtigen ist ja jetzt auch wieder. Ach so, ja, Garagenschlüssel, ne? Die Wäsche. Das war ja auch noch so ein Thema. Die Jeanshose. Oder hatte ich das gemacht? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Da war die Wäschekammer. Ich habe jetzt keine Jeanshose gefunden. Aber wo tut man denn normalerweise seine Wäsche rein, ne? Ist denn nicht eine Waschmaschine oder so? Da war doch irgendwie noch eine. Da war das, da war das. Hier war irgendwo noch eine Wäschekammer. Vielleicht am Schlafzimmer, hä? Hier noch was? Hier soll wieder flüstern, oder? Noch ein Rahmen. Hier war definitiv irgendwo. Nee. Nicht so eine gute Idee, mit Licht einfach auszumachen.
Süß, wo ist er? Nee. Er muss hier irgendwo sein, aber ich will mich jetzt mal kurz nicht hier so aufhalten. Hier war das Safe. Gut. Und dann ist aber gut mit der Sucherei. Ich finde wahrscheinlich oder scheinbar hier eh nicht den Krausus Knacktus Waschmaschinus oder Trockner, irgendwas nach, was auch immer. Aber es geht mir nicht aus dem Kopf, ehrlich gesagt, dass ich hier immer noch nicht das gefunden habe. Oder ich bin jetzt echt so dulli. Aber dann wird ja nicht der Hinweis kommen, ne? Warte mal, dann starten wir ein Kapitel. Nee. Gerade sagen, aber das macht ja auch keinen Sinn, ne? Aber hier war doch noch ein Raum. Ein Raum war hier noch. Hier. Irgendwo ist auch noch eine Wäsche im Wäscheraum, ne? So, warte mal, da ist ein Lichtschalter. Da könnte das sein. Nein. Da ist auf jeden Fall mehr. Gut, dass die Erinnerung gerade, die Einblendung gerade kam. Wegen hast keinen Garagenschlüssel. Weil. Was? Garagenschlüssel, jawohl. Also ich bin da jetzt wirklich rein zufällig drauf gekommen, hab dran gedacht, wegen der Einblendung, sonst ja, ich spätestens irgendwann werde ich nicht mehr weitergekommen wäre, ne? Nein, du bleibst auf. Du blöder Blöder. Hey, du blöde, blöde Tür, meine ich. So, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach den Schlüssel. Der Schlüssel. Ja, und machen wir dann so gesehen die untere Etage erstmal fertig. Ich bin ready, ja. Schlüssel mit kleinem Spiegel. Dolores Kapitel startet damit. Ein seltsamer Traum. Garagenschlüssel, den kann ich, dann kann ich die Tür schon mal auch schnell aufmachen. Waren die Frauenschuhe schon die ganze Zeit hier? Jetzt ohne in Verbindung, die, ohne die mit diesem, mit dieser Dolores in Verbindung zu bringen? Das war einfach ein Shortcut dann, ne? Oder? Können wir abhauen? Und dann höre ich hier auf, hier rum zu spielen. Ja, mehr oder weniger, ne? Ab nach Hause. Oder wo auch immer. Es ist doch nicht schön hier. Ich kann hier nichts machen. Vielleicht, dass man die Tür. Hä? Ein bisschen durchs Dach geglitscht, ne? Irgendwie. Da auch wieder so ein Windzug. Ja, man wird hier bestimmt noch was finden. Jetzt habe ich. Habe ich schon neuen Raum? Was? Eine Flasche. Schon fängt die Musik an. Schon gesagt hat, das Spiel toll ist. Ich mag es, ehrlich. Ist ein schönes Spiel, muss ich echt sagen. Dann sage ich jetzt. Und das meine ich jetzt nicht künstlich aufgesetzt oder irgendwie so, um hier nicht den Angsthasen
Dass ich sagen würde, oh, das Spiel macht mir keine Angst. Doch, doch, aber das ist genau das Schöne daran. Diese beklemmende Atmosphäre, dieses Spiel erzeugt und so. Ich finde es total klasse. Das war nochmal zur Orientierung. Okay. Alter! Du Arsch! Boah. Boah, der Arsch. Boah, wieder Gänsehaut-Moment. Alter Schwede, also der kam jetzt echt aus dem Nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht ganz so gruselig, schockerig, Schockmoment belastet rüberkommt, wie es tatsächlich bei mir ist, ne? Heilige Scheiße. Boah, Kinderschreien ist übel. Und vor allem so eins. So ein richtig qualvolles. Alter Schwede, jetzt habe ich aber eine neue Hautschicht dazu bekommen, aber eine komplette. Also ich scheiß mich gerade ordentlich ein, ehrlich gesagt. Boah, ist das, was war das? Nein, 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 nein. Boah, das war makaber jetzt. Eieieiei. Oh, ich glaube, die Kurzgeschichte wird mich, glaube ich. Die Kurzgeschichte wird mich, glaube ich, fertig machen. Ohne Witz. Und ohne irgendwie künstlich aufgesetzt, hier Spannung aufzubauen. Aber boah. Übertreib doch nicht. Mein Herz. Puh, Schockstarre. Warte mal. Ja, ich hab's begriffen. Okay. Ich mach den mal aus, ja? Oder doch, Lichtquelle ist ganz schön gerade. Ich hatte ja mal gesagt, ich würde es gruselig finden, wenn da einer stehen würde und runterstarrt, ne? Es kommt nah ran. Also starrt nicht und ist der Spiegel, aber boah. Also, jetzt dreht's ab. Wie komme ich denn da hoch nochmal? Warte mal. Boah, Leute, jetzt muss ich zugeben, jetzt habe ich wirklich richtig Schiss gerade. Auch wenn ich lache, aber das ist, weil ich auch ein bisschen trotzdem nach wie vor begeistert davon bin, aber ich habe gerade seit bestimmt gefühlt echt seit 4 Minuten konstant fast Gänsehaut. Die kommt immer wieder. Boah, das Spiel gibt jetzt aber richtig Gas. Scheiße. Boah. Du hörst Schritte auf dem Dachboden.
Alter. Jetzt muss ich wahrscheinlich den Hocker holen, ja? Boah. Der war un... Nee. Da ist was sehr Großes auf dem Dachboden, habe ich den Eindruck. Ja, das wird der Dachboden sein. Das scheint ein neues Zimmer im Haus zu zeigen. ich glaube, ich brauche den Hocker. Alter, verdammt. Scheiße. Ich weiß, ist eintöniges Gesülze, aber ich bin gerade ein bisschen platt. Du bleibst offen. Ich habe so ein Gefühl, dass ich kurz vor dem richtigen Schreier bin hier. So richtiges... ein fröhliches an die Decke hüpfen steht bevor irgendwie gleich. Wer zum Geier bist denn du? Alter Schwede, also Leute, ich kann nicht speichern, ich speichere mal hier. Wir haben auch schon eine gute Zeit erreicht. Boah, ist das spannend. Also ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich bin gerade hin und weg. Und gleichzeitig habe ich eine ordentliche Portion Schiss in der Hose. Alles klar, es geht sofort weiter an Ort und Stelle. Ich bedanke mich tausendmal fürs Zuschauen. Hoffe, das Spiel gefällt euch nach wie vor oder weiterhin so gut wie mir. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dieses Quengeln ist heftig. Alles klar, tschüss, bis dann.